Bei strömenden Regen ging es heute los in der Landeshauptstadt Tirols in Innsbruck mit der zweiten Etappe der 64. Österreich-Rundfahrt. 157 Kilometer standen bevor und am Ende strahlten nicht nur tausende Besucher bei Sonnenschein hier am Kitzbühelhorn, sondern auch der Österreicher Thomas Rohrecker. Bevor es mit der zweiten Etappe so richtig losging, freute sich Tom Pupp, der Teammanager von Cycling Tirol, Organisator der ersten Etappe, noch einmal über den großen Erfolg des Tourauftaktes am Sonntag und mit dem Start der zweiten Etappe am Montag in Innsbruck. Mit der gestrigen Etappe wahnsinnig zufrieden. Ich glaube, wir haben uns als Team wunderbar in Szene gesetzt. Stefan Praxmacher, großartiges Rennen. Der emotionale Sieger der ersten Etappe. Wunderschöne Bilder von der Landeshauptstadt Tirols und den westlichen Mittelgebirge. Heute auch an einem wunderschönen Platz hier vom Landestheater und der Innsbrucker Hofburg, der Start zur zweiten Etappe. Wetter nicht so perfekt wie gestern, im Moment glaube ich zieht gerade ein Gewitter drüber, aber von der Temperatur her angenehmer, vor allem wenn es dann hinaufgeht aufs Kitzbüheler Horn. Auf dem Kitzbüheler Horn warteten dann einige Stunden später tausende Zuschauer auf die Zielankunft der zweiten Etappe. Das Horn zieht die Massen an. Und sie hatten das Kommen nicht zu bereuen. Denn die Radstars lieferten den Fans eine große Show. Gewonnen hat der italienische Giro d'Italia-Sieger Danilo Di Luca von Acqua Sapone. Er setzte sich am Schluss vor dem Schweizer Steve Morabito vom BMC und dem besten Österreicher Thomas Rohrecker durch. Rohrecker lieferte eine gewaltige Leistung. Ich habe mir gedacht, ich muss alles probieren, weil ich fühle mich auch sehr, sehr gut. Ich habe mit meinem Team Radio Shack eine sehr, sehr starke Mannschaft da. Zudem ist Kitzbühel meine Heimat, Tirol. Da wollte ich natürlich meinen Fans und Freunden, meiner Familie was zeigen, wollte super Rennen fahren und ich glaube, das ist mir heute geglückt und ich glaube, kann sehr zufrieden sein. Wie war das mit der Teamarbeit? Man hat auch geglaubt, dass zum Beispiel Vogelsang mit dir mithalten wird können oder auch ein Zaug. Nein, also die Taktik war von vornherein auf mich ausgelegt. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass mein Team heute so gut, sehr, sehr gut gearbeitet hat für mich. Danke an die Jungs und wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf die nächsten Tage mit meinem Team in Österreich Rennen zu fahren und ich glaube, wir können noch einiges bewegen in den nächsten Tagen. Hervorragend an der sechsten Position Robert Fretscher von Team Vorarlberg. Als zweitbester Österreicher wurde Ricardo Zeudel von Arbe Gourmet Fein 16. Di Luca übernahm auch das gelbe Trikot. Thomas Rohrecker hat als Dritter mit 16 Sekunden Rückstand, ebenso wie Fretscher vom Team Vorarlberg als Fünfter, noch gute Chancen auf den Toursieg. Für Tirolwerber Joe Magreiter hat sich die Österreich-Rundfahrt bestens positioniert und passt perfekt in die Sommerstrategie der Tirolwerbung. Ja, ist optimal losgegangen, schon in Innsbruck am Bergisel, war glaube ich auch eine historische Stunde im sportlichen Sinn. Und wir sind sehr glücklich, nicht nur, dass der Tommy so gut fährt, eigentlich insgesamt, dass sich die Österreicher Radrundfahrt so gut entwickelt und dass Tirol da eine entscheidende Rolle spielt, das freut mich natürlich außerordentlich. Daher danke allen, die da mithelfen, weil wir sind als Wintersportnation international sehr gut aufgestellt mit unserem Skiverband, mit den Clubs, mit den tollen Athleten, mit den Spitzenveranstaltungen und wir haben eigentlich auch im Sommer sehr viel zu bieten und der Radsport ist wahrscheinlich die Sportart, die ein Land am besten zeigen kann. Darum freut es mich, wenn man es bei Sonnenschein herzeigen kann.